So, und schon haben wir einen Baba-Bogen. Verstärkte Wurfarm, gewickelte Sehne, Seilpfeil, Schlüsselringabzug, Abzug aus einem Schlüsselring, der eine höhere Schussfrequenz ermöglicht. Ja, wow. Weil wir das ja auch so dringend brauchen, aber hey. Was haben wir noch? Gewehr, Handfeuerwaffe und Ausrüstung. Und Outfits. Immer noch zwei, aber ich glaube, da muss man irgendwas im Menü machen, habe ich noch nicht geguckt. Tja, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal den neuen Bogen. Der sieht auch schon mal ein bisschen feiner aus. So. Dann lasst uns mal darüber gehen und gucken, was da abgeht. Wo bläst denn da eigentlich so hin, ey? Das ist ja der Hammer, was hier abgeht. Oh je, das ist hier wieder Rätselgeschichte. Das ist um 3:30 in der Nacht nicht das Schlauste, wenn ich ehrlich bin. Aber wir haben ja hier den Überlebensinstinkt. Das war mir schon klar, dass man da irgendwas machen kann. Das ist ja logisch. Was ist das hier? Da kann man auch noch irgendwas machen. Machen wir doch hier mal. Fangen wir doch hier mal an. Ja, genau. Machen wir doch erstmal hier die Schotten dicht. Zack. Erstmal Ruhe. So. Man kann ja nur mit Ruhe arbeiten. Ach nö. Weste? Also das juckelt da jetzt so rum, oder was? Wow. Okay. Warte mal. Also, wenn wir das jetzt hier so hochdrehen, das da hinten runterdrehen. Das jetzt wieder hochdrehen, weil wir ja sonst nichts zu tun haben. Ach komm schon, ey, weißt du? Ja, und jetzt muss es ja irgendwie weitergehen, ne? Zack. Tja. Ja, nur das Timing muss stimmen. Du bist gut, aber wo muss ich. Ach, da, ja, siehst du, da oben muss ich dran springen. Alles klar. Also, jetzt mache ich hier wieder. Ist ja kein Problem. Die Klappen dicht. Das Ding hoch. Dann da drauf springe. Jetzt fängt nämlich schon wieder an, die erste Ladeuf zu gehen. Zack. So. Jetzt müssen wir einfach nur noch warten. Genau da drauf. Hallo? Okay. Das hat doch eben auch gut geklappt. Also das heißt, ich muss hier zudrehen, muss warten, bis da alle drei Shots aufgegangen sind, dann auf die Bühne da springen, also auf dieses Plateau springen, damit ich bis ganz oben hinkomme, oder was? Das ist jetzt ein bisschen. Aber wenn ich doch da drauf springe, wenn die zweite Luke aufgeht, dann ist doch schon alles vorbei. Dann fliegt das doch schon weg. Jetzt. Ah, ich hab's gewusst. Siehst du? Ha. Tja. Check ich nicht, ganz ehrlich, check ich nicht. Ich meine, mir ist schon klar, die Luken müssen zu sein, dann muss das Teil hochgezogen werden. Dann müssen die Luken aufgehen und die dritte Luke katapultiert das bis ganz nach oben. Aber
Das tut sie ja nicht. Weil die zweite geht auch und dann wird er schon weggeschubst, das Scheißding. Nein. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich da rumgekrüppelt. Scheiße, Mann. Das war jetzt gut gewesen. Das hätte sogar gepasst. Wenn ich da jetzt nicht so doof drauf rumgelaufen wäre. Mann. Immer diese scheiß deutsche Sprache ist immer so schwer. Ja, Überlebensinstinkt. Jetzt will mir das Spiel sogar schon helfen, weißt du? Oh, guck mal, der Jens ist zu doof. Der braucht Hilfe. Nein, der Jens ist nicht zu doof. Das Spiel ist doof. Nee, eigentlich ist es cool. Vielleicht stehen wir mal ein bisschen hier hinten auf der Kante. Zack. Nein, was denn? Was war denn jetzt gewesen? Mann. Nee. Also. Ja. Ist mir alles klar. Das ist jetzt auch kein schweres Rätsel. Aber das Timing muss nun mal stimmen. Das kann ich nicht beeinflussen. Aber ich frage mich, warum es eben geklappt hat, als ich da so drauf geschungelt bin. Und jetzt, wenn ich da so Ruhe gebe. Ja, was? Warum? Warum? Ey. Nee, nicht kompliziert. Das ist echt nicht verständlich. Ich bin ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum. Wenn ich jetzt einfach hier mal so stehen bleibe. Aha. Alles klar, okay. Alles klar. Ich darf einfach nicht mich bewegen. Und dann ganz am Ende, wenn dann alles passiert, loslaufen. Ja gut, ist ja kein Thema. Das ist jetzt der finale Versuch. Dieser wird auch selbstverständlich funktionieren. Passt mal auf, wie das jetzt hier geht hier. Stillhalten, nicht bewegen, hochtragen lassen. Nein. Bitch, please. Kann doch nicht wahr sein, ey. So, das ist jetzt der finale Versuch. Der finalere Versuch von allen finalen Versuchen, die es bis jetzt gab. Die ich euch auch versprochen habe. Mann, ey. Aber gut, jetzt habe ich schon mal die Technik herausgefunden. Jetzt muss ich nur noch aufs Timing achten. Nichts machen, gar nichts machen, nicht bewegen. Fick dich, Mann. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich werde verarscht. Ich werde vom Spiel ganz einfach verarscht. So. Es ist wieder genauso, wie ich es eben gemacht habe. Zack. Da dran gehängt. Hier so da drauf gesprungen. Warten. Warum? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Eben hat es funktioniert und jetzt nicht. So, nochmal die ganze Geschichte. Zumachen, hochziehen, an die hintere Kante stellen, warten, bis man ganz hoch transportiert worden ist. Und dann im richtigen Moment loslaufen. Oh, nein, bitte nicht. Yes, yes! Das Timing hat gestimmt und jetzt bitte fall nicht runter. Komm nicht auf die Idee, runterzufallen. Ehrlich.
Ja, es geht doch weiter. Danke. Ich hab grad gedacht, jetzt, warum geht's jetzt nicht mehr um die Ecke? Hast du keinen Bock mehr gehabt, oder was? So. Ja. Wunderschön. Gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Wenn wir schon die Möglichkeit haben, immer Licht dabei zu haben, dann sollten wir die ja auch mal nutzen, ne? Ja, wunderschön. Also für eine Archäologin finde das natürlich wunderschön. Ich finde das eigentlich nur total unaufgeräumt. Ba, 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 goldene Truhe. Schön. Jetzt hat sie sich eine Grab durchsucht, hat das Aufstieg gemeistert. Ein Fähigkeitspunkt. Ein Teil gefunden, Handfeuerwaffe, yay. Tabulator. Aha. So. Gut, ja, ne, dann können wir jetzt hier wieder raus, schätze ich mal. Ist ja sonst uninteressant. Da ist auch eine Leine. Oder auch nicht. Rennen wir jetzt einfach mal wieder den Weg zurück. Aber gut, so finden wir natürlich auch noch Sachen für die Waffen. Aber machen können wir da, glaube ich, noch nichts. Handfeuerwaffe. Haben wir ja sogar noch was, ne? Da ist ja sogar noch Sachen, die wir noch haben. So. Was haben wir denn hier? Werfen Sie Feinden, bla bla bla. Betäuben Sie Ihre Feinde mit zwei schnellen Hieben Ihrer Kletteraxt. Was ist das Letzte? Greifen Sie nach einem Auswahlnöcher an. Sind Sie natürlich und können nahezu jeden Feind ausschalten. Ah ja, das ist dann für diese Typ mit dem Schild wahrscheinlich auch sehr praktisch. Was haben wir denn noch? Hier Jäger. Bin ein bisschen sehr unentschlossen, was das, Rang 2 abgehärtet. Ja, warum können wir das noch nicht machen? Rang 2 abgehärtet? Tja, nö, will nicht. Machen wir einfach mal das da. Sammeln Sie Bergungsgut bei Plündern von Tierkadavern. Ist wahrscheinlich nicht so wichtig. Glückwunsch, ein neuer Fähigkeitsrang wurde freigeschaltet. Lara ist nun abgehärtet und kann ihre Kletteraxt zum Kampf einsetzen. Drücken Sie F in der Nähe von Feinden, um diese mit der Axt anzugreifen. Attackieren Sie Feinde mehrmals, um sie zu betäuben. So, jetzt hätten wir natürlich auch ja, das, was gerade war. Na, das da. Das wäre jetzt natürlich auch möglich, weil wir jetzt abgeerdet sind. Jetzt sind wir voll de Klotz, ne? Das können wir hier voll fies verhindern. Bam! 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 Voll fies fighten können wir jetzt mit dieser Axt. Und so bam! Und einfach mal bam! So, jetzt haben wir das Lager da, ne, hier. Das, die Höhle haben wir schön erforscht. War eine Abwechslung zum sonstigen Lara Croft Tomb Raider Alltag. Yeah! Aber macht Spaß. Also, das Spiel macht echt unglaublich Spaß. Ich erinnere mich, also von, Belohnungsaufdruck auf der Karte anzuzeigen. Was? Ja, das ist da jetzt Grab, da kommen wir jetzt gleich raus. Ja, ja, ist klar. Ich weiß nicht, was sie jetzt von mir wollen. Ich erinnere, also eins, zwei Stellen an dem Spiel erinnern einen doch immer wieder an die an die ersten Teile. So, ja, wir müssen natürlich weiter. So, jetzt frage ich mich, kann ich da jetzt auch noch dran schießen? Tatsache. Krass. Ach nee, da geht immer nur eins dran. Oh, da muss man sich jetzt entscheiden. Interessant. Das war jetzt bestimmt nicht der schlauere
Weg.